Im Namen des Pretors darf ich euch heute hier wieder begrüßen im romulanischen Imperium auf dem Wege zum Ruhm. Ja, ihr Lieben, in den Kommentaren wurde gefordert, wir müssen endlich uns um die Nausikaner kümmern und das werden wir heute tun. Ich habe dazu alle 5 Legionen in das Astra Melva System befohlen und wir werden Scatemos angreifen. Da kenne ich nix. Ja, mehr oder weniger. Ja, die 4. Legion noch nicht ganz, die wird erstmal auf Stand gebracht. Und sobald die auf Stand ist, geht's los. Terraforming haben wir inzwischen erforscht. Und wir werden natürlich weitermachen mit den Eingliederungsversuchen. Dieser kleinen, süßen Nation hier. Ach, das wird ein Fest. Wird answer carefully? Ach, das war er. Lautloser Alarm. Ja, das wissen wir alles. Our clan recognizes yours. Ah, da müssen wir noch alles ein bisschen arbeiten. Da müssen wir noch alle, am allen ein bisschen arbeiten. Gut, erstmal Nausikaner. Da müssen wir ran. Das ist oberste Priorität gerade. So, bringen wir die Flotte mal auf vollen Stand. Gut, die 2. Legion ist bereits eingetroffen. Die sind heiß, das merke ich, die sind heiß. Ach, das wird ein Fest, das wird ein Fest. So, du bist hier gerade ohne Aufgabe. Sammel mir weiter Informationen. Aber das brauche ich am dringendsten. Research finalized. Duraniumhülle erforscht. Warpgeschwindigkeit plus 20%. Das könnte noch wichtig werden. Ja, jetzt sind die natürlich alle im Upgrade bereit. Was ist denn die nächste Station? Ach, hier, das geht. Ich schicke die alle erstmal nochmal zur Verbesserung. Es müsste ja flott gehen. Ah, welch Spaß. Ach, hier oben. Guck mal. Hier. Forschungsstation bauen. Bergbaustation bauen. Ressourcen haben wir gerade genug. Wie schaut es hier hinten aus? Da haben wir nochmal Deuterium. Wenn wir uns das System noch einverleiben. Hier haben wir 4 Energie. Guck mal hier. 100% Welt. Um 90%. Hier können wir, müssen wir das mal schließen. Mich gerade so nicht ran, dann müsste ich da noch weitergehen. Ach, das ist jetzt. Dich setze ich mal auf automatische Spionageabwehr. Regierung, ist der Speicher voll. Da werden wir mal auf Einkaufstour gehen und verkaufen kräftig Regierung und kaufen maximal Mineralien. Wir verkaufen auch nochmal 10.000 Nahrung. Jetzt sind wir bei allem eigentlich soweit wieder im grünen Bereich. Das sieht gut aus. Was machen unsere Legionen? Alle supi. So, wir warten bei der 5. Legion noch auf die Verbesserung. Construction successful. Sozialforschung abgeschlossen. Dann nehmen wir mal. Forschungsgeschwindigkeit plus 5%. Jetzt können wir die Flotten zusammenziehen und dann greifen wir an. Construction successful. Was nehmen wir? Nicht eine Phaserlanze. Und jetzt hier Ressourcen von Jobs plus 10%.
Auf einfach gehen und Attacke! Und hier die Lithium vom Bergbaustation. Eine Flotte mit 6600 Stärke. So, die Station hat uns schon mal nichts entgegenzusetzen. Ja, die schießen wir zusammen. Construction successful. We have surveyed a new astronomical region. Ach, schade, dass das direkt vor der Sonne ist. So kommen die Lichteffekte gar nicht zur Geltung. So, das erste System ist gesäubert. Und? Das sieht gut aus. Ja, hier, die zweite Legion hat Verluste erlitten. Aber ihr könnt weiterziehen. Erlaube ich euch. Jetzt brauchen wir unser Forschungsschiff dort hinten. Also eins unserer Forschungsschiffe. Automatische Erkundung. Hier, da müssen wir eh einen neuen Wissenschaftler zuweisen. Wir gehen mal auf Pause. Ich will mir den Kampf gleich ansehen. Wir haben keinen Wissenschaftler dafür. Wieso haben wir ein Schiff ohne Wissenschaftler? Gut, dann ziehen wir dich zurück. Da unten brauche ich dich eh nicht unbedingt. Wir haben zwei Schiffe ohne Wissenschaftler. Okay. So, wie sieht's hier aus? Gut, das System ist schon interessanter. Aber das Gute ist, wir bekämpfen die Flotte gleich zu Beginn. Die trifft auf unsere gebündelte Feuerkraft und damit haben wir da eh schon mal einen großen Vorteil. Jetzt lassen wir die Flotte erstmal geschlossen die Station angreifen. Bei den Cardassianern haben wir Informationen gesammelt. Das ist sehr gut. Und wenn wir das System hier gesäubert haben, werden wir auch erstmal zusehen müssen, dass wir die Flotten wieder zur Reparatur und Neuausrüstung schicken. Ach. Yeah, die Schilde brechen doch schon. Die Schilde brechen. Und sauber gemacht, meine Freunde. Sauber gemacht. Mittendrin im Kampf geschehen. So lieben es meine Kommandeure. Ja, komm, schießt sie zusammen. Wenn die weg sind, war's das. Und das war's. Jetzt geht's nur noch darum, Reste abzuflippen. Sieht aber auch schon geil aus, ne? Ja, das letzte Gefährliche ist dann hier oben und dann haben wir hier unten nochmal ein großes Schiff der Nausikaner. Construction successful. Opening fire. An unsurprising victory. Ja, jetzt schicke ich euch hier nochmal runter. Und die Flotte rufe ich schon mal hier rüber. Eigentlich müsstet ihr auf dem Weg soweit alles erledigen. Ja, Nisron, das ist das interessante System.
Wir werden uns natürlich das Gartemus-System auch einverleiben. An unsurprising victory. Research finalized. Na komm, macht's endlich weg hier. Dauert schon viel zu lang. Jo, und schon seid ihr nur noch Trümmer. Opening fire. An unsurprising victory. Opening fire. An unsurprising victory. Ach, sehr schön. Nur noch ein System. An unsurprising victory. We have surveyed a new astronomical region. So, damit können wir uns das aussichern. Wenn du hier durch bist, kannst du da weitermachen. So, jetzt werden wir aber erstmal alle reparieren. Und da, wo es Verluste gab, dann später auch noch weiter aufrüsten. Aber jetzt sind erstmal die Werften ausgelastet. Das kann jetzt einen Moment dauern. Mir ist aber wichtig, bevor wir den letzten Angriff machen, die Flotten nochmal auf volle Stärke zu bringen. Weil wir wollen ja reingehen und ihn direkt in Allerwertesten treten. Da wird nicht lang rumgeschnackt. Dich schicke ich nach Eden. Ich brauche Informationen über die Föderation. Forschung! Replikatorkomplexe. Und Ressourcen von Jobs plus 5%. Ja, hier werden wir uns die Trümmer ja ansehen. Sechs von zehn Staatselemente, vier fehlen noch. We have surveyed a new astronomical. Appearances are everything. Herzlich. Wirtschaftspakt. Wieso kann ich das nicht? Scraps of the enemy vessel have been inspected. We have surveyed a new. Physikforschung auch abgeschlossen. Sensoren. Wir haben noch keine Sensoren gehabt. So. Ja, neue Ruinen entdeckt. Ja, die zweite Legion macht mir Sorgen. Die hat schwere Verluste einstecken müssen. Und halt die vierte Legion. Ja, die kleinen Schiffe, das ist Kanonenfutter inzwischen. Da reißt die Maus keinen Faden ab. Bergbaustation und Bergbaustation bauen. Appearances are everything. Sehr schön. Sie haben den Wirtschaftspakt angenommen. Ja, die ersten Schiffe treffen ein. Die ersten Verstärkungen. So, die neuen Schiffe treffen weiter ein. Ist halt die Frage, warten wir bis voll oder. So, Physikforschung. Unterhalt Schiffe minus 5%. Also Ressourcen brauche ich mir absolut keine Sorgen machen im Moment. Das sieht richtig geschmeidig aus. Ja, hier warten wir jetzt, bis alles da ist. Das macht ja ansonsten gar keinen Sinn, ne? Du gehst noch in die zweite Legion. Da. Ja. Dann ist die voll. Vierte Legion fehlt noch ein Schiff. Gehen nochmal auf anderthalbfach. Um das Ganze ein bisschen zu beschleunigen. Materiezersetzer. Das klingt nach einer nützlichen Sache. Würde ich mal behaupten.
Nur noch die 5. Legion fehlt. Da haben wir noch ein bisschen Aufholbedarf. Wir können aber jetzt nochmal alle verbessern. Wir haben ja eben nochmal ein bisschen was freigeschaltet. Ich kümmere mich aktuell noch null um das manuelle Upgraden meiner Schiffe. Müsste ich eigentlich mal machen, aber ach, ihr wisst ja. Als rechte Hand des Praetors hat man einfach keine Zeit, um alles zu machen. Ja, mal gucken, bis die das Upgrade haben. Was? Appearances are everything. Gut, hier können wir. Which side do you stand with? Kess or Prince? Oh ja. Answer carefully. Wir können die nächsten zwei beginnen. Hier, Eingliederung. Dann brauche ich noch zwei weitere. Das wird ein Problem, ne? Our ways are not likely to change. Ziehen dich mal weg von den Akamarianern. Wir haben drei Eingliederungen jetzt laufen. Die Malkorianer, die Danoganische Anokratie, die Kesbret. Ich nenne sie jetzt ab jetzt nur noch Tanogana. Und da müssen wir mal gucken. Our clan recognizes yours. Das. Hier können wir einen Wirtschaftspakt, Unabhängigkeit garantieren, die ganze Palette. Und empfänglich, die Drill könnten die nächsten sein. Uiuiuiui. Da müssen wir auch sehen, dass wir hier unsere Warp-Reichweite hin ausdehnen. Nehmen wir mal Christor. Dass wir auch hier hinkommen dann, wenn es soweit ist. So, jetzt gucken wir aber erstmal. Wie schaut's aus mit euch? Vorbereitung zur Verbesserung. Hier läuft's. Sehr schön, haben angenommen. So, die 2. Legion ist fertig verbessert. Jetzt ist noch die 1., 5. und 3. Legion dran. Das geht aber auch relativ schnell. Wir haben eine neue Tradition freigeschaltet. Ach, guck mal. Neue Kolonien beginnen mit einem Planeten meiner Wahl. Einem Distrikt meiner Wahl. Offiziersproduktion können wir erhöhen, das ist wertvoll. Die Speicher sind ja jetzt schon voll. Legierungen sind wieder voll. Unsere Lager laufen jetzt halt voll, weil wir wieder, Leben am Limit, ne? Leben am Limit, sag ich da. Leben am Limit. So, 3. und 5. Legion sind noch im Upgrade-Prozess. Sehr schön. Was? Wo ist die Assimilation gescheitert? Appearances are everything. Which side do you stand with? Kess or Prit? Answer carefully. Ah, weil ich hier keinen zur Verbesserung der Beziehungen drin habe. Only the joint may know true. Our clan recognizes. Sieht's bei euch aus? Our ways are not likely to change. Damit ich euch auf jeden Fall kriege, schicke ich nochmal einen Gesandten dazu, der es ein bisschen befeuert. Ja, wir müssen erstmal die zwei und dann müssen wir weitersehen. Appearances are everything. Die Kesprit müssen wir später ran. Ah, wieder Ruinen entdeckt. So.
Die Flotten sind jetzt alle soweit. Auf zum letzten Gefecht gegen die Nausikaner. We have surveyed a new astronomical region. Aber erstmal die Physikforschung und die Sozialforschung. Neue Schildtechnologie, ja. Unterlichtgeschwindigkeit plus 10%, ja. Opening fire. Wollt gerade nachsehen, ob ich im richtigen System bin. So, die erste Flotte ist weg. Das Gefecht beginnt. Das Ende in der nausikanischen Bedrohung. Gut, ist ja keine Bedrohung, da ich es ausgeschaltet habe, aber gut, ihr wisst, was ich meine. Ja, komm, 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 macht sie weg. Sehr schön. Ja. Man muss lassen, das letzte Schiff hat sich tapfer in den Kampf geworfen. Habe ich absoluten Respekt vor. Gut, das war jetzt dumm, aber... Ja, das System werden wir uns holen. Brauch's jetzt nicht eigentlich, aber naja. Lieber haben, ne? Als nicht haben. Brauchen wir eine Bergbaustation. Das ist... Das ganze Gebiet ist jetzt auch in unserem Bereich. Appearances are everything. Es geht voran, das ist sehr gut. Das Forschungsschiff wird jetzt hierhin und die Trümmer analysieren. Das wird hier noch eine Weile brauchen. Da gewinnen wir nochmal ordentlich Forschungspunkte. Hat uns das machtmäßig irgendwie weitergebracht? Wirtschaftliche Macht sind wir immer noch hinter der Föderation. Technologiestufe sind wir auch noch hinter der Föderation. Was? Appearances are everything. Our ways are not likely to change. Construction successful. Schicken euch mal ein Geschenk. Appearances are everything. Our ways are not likely to change. Appearances are everything. Gut, ich habe mich wohl ein bisschen verhoben. Auch ihr kriegt ein Geschenk. Es darf nicht scheitern. Wir brauchen Spion. Der ein bisschen Propaganda für uns macht. Und die Legionen können alle zur Reparatur. Jo. Der schaut gut aus. Und Gehorten. Lass ich auch mal reparieren. Ja, die wollte ich eigentlich auch noch auf nochmal verstärken, ne? Weil die ein bisschen schwach sind inzwischen. Weil als richtige Verteidigung dienen die auch kaum noch. Selbst diese Reserveflotten, die ich habe, sind stärker. Ach, dann gucken wir mal. Construction successful. Komm, ihr kriegt von der vom zwei, stärksten Flottentyp Schiffstyp nochmal je zwei dazu. Our ships have gained a new advantage. Our ships have gained a new advantage. Ressourcen habe ich genug dafür. Und wir müssen ja auch mal sehen. Die sollen ja neben unseren Legionen eigentlich den Hauptpart der Verteidigung übernehmen.
und Gegner abschrecken. Wie sollen sie das machen, wenn sie viel zu schwach sind? Und wir haben jetzt eh Unterhaltsschiffe, minus 5%. Petrionen erhöhen. Das ist gut. Da haben wir nämlich nur plus 3. Bewohnbarkeit plus 5%. Das ist richtig gut. Wir haben ja Terraforming. Können wir auf den 65er bringen? Nee. Immer 45er. Wir haben noch eine Welt nicht kolonisiert. Was machen wir da? Machen wir da? Ich brauche was Vernünftiges. Hier, den können wir mal terraformen. Muss ja auch Sinn machen, ne? Da. Immer peu à peu. Wir wollen ja nicht gleich wieder pleite gehen, also muss ich noch Geschenke verteilen. Research finalized. Du baust mir mal eine Bergbaustation. Ach, das ist die übliche Meldung. Ah, du hast keine Befehle. Wir schließen mal die Lücke hier rüber. Holen uns noch Snapper. Den 9 haben wir ja. Das gleiche mussten wir hier unten auch noch machen, ne? Kolonisieren. Ja. Und hier unten werden wir auch die Station ausbauen. Und die maximale Anzahl an Verteidigungsplattformen bauen. Construction successful. Sehr schön. Gleich noch Bergbaustationen. Es läuft. Wie sieht es jetzt hier bei euch aus? Es geht voran. Muss ich hier wieder Geschenke verteilen? Ja. So, Unabhängigkeit garantieren. Und wir schicken ein Geschenk. Sehr schön, die wollen auch ein Schutzabkommen. Ja, wenn wir beide kriegen, haben wir 8 von 10. Dann müssen wir noch 2 uns danach holen. Neuer Schiffstyp. Sensoren? Hatte ich das nicht schon erforscht? Weiß ich nicht, du. Weiß ich nicht. Ach so, hier. Hier wollten wir noch unseren Spion einsetzen. Propaganda. Sehr schön. Sehr schön. Tanugana, bald Teil des Romulanischen Imperiums. Und hier, Legierung von Jobs, Deuterium von Jobs, plus 5%. Nehmbar. Wir müssen auch mal die Planeten durchsehen. Hier. Eine Bestimmung. Was machen wir denn hier raus? Forscher produzieren Energie. Oh. Das nervt gerade. Hier machen wir eine Tech-Welt raus. Hier wieder, ne? Verstehe es nicht. Da ist doch einer am Arbeiten. Gegen mich. Our ways are not likely to change. Und die Föderation garantiert die Unabhängigkeit. Sieht's eigentlich bei den Cardassianern inzwischen aus? Müsst ihr hier mal für einen Krieg sorgen, ja, du.
Ansprüche haben wir ja angemeldet, ne? Da gucken wir mal. Ja, haben wir. Das sind hier die drei Systeme. Our union greets you. Werden. Militärflotten. Gut, euch verbessern wir. Und gleich auf volle Stärke wieder bringen. Das Problem ist, ich bin am Limit. 60. Ich brauche die Flottengröße. Das müsste hochgehen. Können wir wieder auf Stand bringen. Da haben wir Romulus. Da. Ich baue in Romulus mal eine zweite Werft. Wir haben eine bergmäßig und sei halt mir ebenbürtig. Ich sehe ja nicht alles, ne? Hier hinten haben sie viele Flotten. Das ist mein Problem gerade. Ich glaube, den Schiffstuf kann ich neu bauen, weil ich die großen Werften noch nicht bauen kann. Das ist gerade das Problem, was ich habe. Das ist wieder ein Forschungsproblem. Wie sieht es denn aus bei der Technologie? Das Problem ist, die Cardassianer sind wieder auf ebenbürtig hoch. Das sehe ich wirklich halt als Problem an. Appearances are everything. Wie lange brauchst du noch? Du bist bei 12%. Hier haben wir wieder einen Planeten zu kolonisieren. Das machen wir auch gleich mal. Hier können wir eine Forschungsstation bauen. Sag mal, rein von der Größe her. Ist das Wahnsinn, was wir haben. Es münzt sich halt noch nicht um in wirtschaftliche Macht. Weil, wir sehen es ja an den Statistiken, die Föderation ist uns immer noch voraus. Wir holen auf, das ist das Gute. Aber wir sind immer noch hinter der Föderation. Das macht mir ein bisschen Sorgen. Vor allem, da die neuesten Spionageunterlagen auch ergeben, wir sind eigentlich fast ebenbürtig, da ist nicht viel Unterschied. Ah doch, den großen Pott können wir da bauen. Die werden jetzt auch gebaut. Ich guck mal kurz, Romulus, wie sieht's hier aus? Replikatorhallen können wir ausbauen. 17 verfügbare Jobs. Skandalöse Zustände. Anomaly detected. Oh, guck mal. Ist fertig. Oh, du musst ja dann hier unten auch fertig sein, ne? Dann holst du dir erstmal Katra. Und bei der Station gehen wir auf Verbesserung. Und wir machen hier einen Langstreckensensoren. Alldieweil hier unten an der Grenze der Cardassianer. Das ist nämlich auch das Problem. Erkläre ich denen den Krieg, komme ich hier aktuell gar nicht hin. Das heißt, wenn die eine Gegenaktion machen wollen, hier unten in das Gebiet rein, kann ich nicht viel machen. Ich habe da nur eine kleine Flotte. Viel zu mehr Flotten, plus 35! Das ändert alles! Oder auch nicht.
Egal! So, wir holen uns die Gebiete hier nochmal. Our ships have gained a new advantage. Ist bei 75%. Und Bergbaustationen bauen. Gut, also. Wenn wir die Tanugana noch drin haben, dann haben wir einen guten Stand erreicht, würde ich sagen. Haben wir echt einen guten Stand schon mal erreicht. Hier knabbern wir an der Macht der Föderation. Aber ich sag mal, bei der Größe, die wir inzwischen haben, eigentlich auch kein Wunder, dass wir daran knabbern. Harsh topography nullified. Construction successful. Die drei Systeme hätte ich aber auch gerne. Ja, na, willentlich eingliedern. Sehr schön, die... Guck mal. Tanuga ist jetzt Teil des Romulanischen Imperiums. Gut, den Kleinkram auflösen. Hier aus machen wir eine Flotte, die wir hier hinschicken. Ist das nicht ein Fest? Guck mal hier, das System ist ja noch fast gar nicht ausgebaut. Hier können wir eine Forschungsstation bauen vom Allerfeinsten. Hier können wir uns Energie und Legierung holen. Das ist doch wohl ein Fest, ist das. Die sind immer noch nicht weit genug im Einflussgebiet. Our ways are not likely to change. So, wir versuchen es nochmal. Hier auch nochmal die Eingliederung. Wir sind bei 7 von 10 Staatselementen. Guckt euch mal allein die Größe an. Wir müssen es jetzt nur noch umsetzen in Macht. Aber damit haben wir einen ganz guten Schnitt erreicht. Wir haben wie gewollt die Nausikaner vernichtet. Tanuga ist jetzt Teil des römischen Imperiums, des romulanischen Imperiums. Die Malkorianer sind in der nächsten Folge dran und dann muss ich mal schauen. Ich hoffe, wir können die Kesprit und vielleicht die Drill kriegen. Wir werden auf jeden Fall hierhin unser Gebiet ausdehnen müssen. Wir haben hier hinten noch unsere Forschungsschiffe, die werden wir hier in die Gegend reinschicken. So. Dann werden wir hier nämlich die Kesprit uns auffriedlich noch holen. Vielleicht schaffen wir die Drill noch. Dann hätten wir die drei, die wir brauchen, um das Ganze zu gewinnen. Das sehen wir aber in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage, lebt lang und seid treue Bürger des Imperiums. Haut rein!